damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Heute gibt es einen kleinen Ultimate Solo Money Glitch aus GTA 5. Und wie der geht, zeige ich euch jetzt. Für diesen Glitch braucht ihr den Sentinel XS. Den könnt ihr euch entweder auf der Autoseite kaufen, den ihr unter Übermacht Sentinel XS findet, oder ihr könnt ihn einfach auf der Straße finden. Am besten holt ihr euch dieses Apartment, das ich euch gerade auf der Karte zeige. Das kostet 140.000 und der Sentinel kostet 60.000. Zusammen sind das 200.000, die ihr eigentlich recht schnell mit diesem Glitch wieder zurückgeholt habt. Und zwar müsst ihr einen Job dafür starten. Ihr geht auf Online-Job spielen, von Rockstar Games erstellt und dann Mission und wählt die Mission ein Job für einen Titan. Ihr müsst die in eurer Garage starten, sonst funktioniert der ganze Glitch nicht. Und den Job macht ihr am besten alleine, weil andere Leute euch behindern könnten. Und wenn ihr den Job in eurer Garage gestartet habt, nehmt ihr euch den Sentinel XS, den ihr euch gekauft habt oder auf der Straße geklaut. Fahrt raus und fahrt genau die Strecke entlang, die ich euch jetzt zeige. Und wie ihr seht, seht ihr nichts. Na super, Vorführeffekt. Okay, wenn das passiert, fahrt ihr kurz zurück und ich zeige euch einen anderen Weg. Dann fahrt ihr diesen Weg und ihr seht schon einen gelb-grünen Sentinel XS, der getuned ist. Der gelbe ist leider nur 14k wert, aber dafür könnt ihr auch den blauen bekommen, der ist 17k wert. Und wenn ihr euch das Auto geschnappt habt, fahrt ihr den Weg einfach zurück zu eurer Garage und lagert ihn dort ein. Wenn ihr das gemacht habt, nehmt ihr euer Auto wieder, fahrt kurz raus und dann instant wieder rein. Und tada, euer Sentinel XS, der gekauft oder geklaut ist, ist wieder da. Mit dem wiederholt ihr das kurz und ich zeige euch nochmal die Strecke und womöglich den blauen Sentinel XS. Blau-lilane geworden, mit dem ihr das gleiche macht, ihr fahrt ihn kurz zurück, lagert ihn ein. Dann wiederholt ihr das mit dem Rein- und Rausfahren und dann hättet ihr den Glitch bestanden. Das könnt ihr jetzt so oft wiederholen, wie ihr wollt. Ein Auto ist in unter einer Minute geschnappt. Das heißt, ihr habt 14 bis 17k unter einer Minute gemacht. Und damit würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Euer Shorty. Tschüss.